Hallo, liebe Freunde, den Zwölfen zum Gruße hier bei Drakensang. Schön, dass ihr wieder zurück seid in einer weiteren Folge. Ich glaube, Folge 68 mittlerweile. Und wir stehen hier an einem, ja, gefällten, leider gefällten Holzbaum, Hexenbaum, Entschuldigung, Holzbaum ist gut. Die ist misslungen, weil wir hier beim Hochplateau leider zu spät waren. Ich weiß auch nicht. Wir haben sonst alle anderen Bäume haben wir verteidigt. Ich konnte die Pajoten davon abhalten, ich konnte die Pajoten nicht davon abhalten. Im Baum im Herzen des Waldes. Merkwürdig, ich habe eigentlich nur eine von diesen Quests hier nicht geschafft. Jetzt zeigt er mir plötzlich beide an. Na gut. Leider haben wir die Aufgabe, die Hexenbäume, nicht geschafft. Das ärgert mich, aber ich bin auch einer, der dann sagt, okay, es hat nicht sollen sein. Und dann muss man ganz ehrlich sagen, ich lade nicht nochmal neu, nur damit ich die Quest nicht habe. Natürlich wäre der Ehrgeiz da, auf 100% zu schaffen, aber ganz ehrlich, ich bin auch nicht, oder keiner ist perfekt und ich habe nie den Anspruch, das irgendwie perfekt sein zu wollen. Deswegen auch hier in diesem Spiel einfach nur quasi das Bestmögliche rausholen. So. Genau, das gestohlene Wissen. Hilf der Hexe Jasmine. Schließe dich dem Sonnenzug an. Töte die Hexe Jasmine. Achso, ja, okay, das brauchen wir ja nicht mehr, weil was haben wir jetzt quasi, weil wir uns ja Jasmine angeschlossen haben, ist die andere Quest ja weg. Genau, Gewinne Vertrauen der Hexen sind wir dran. Vielleicht sollten wir doch nochmal gucken, Alvis. Hol dir die Kröte von Danos vom Flussufer ab, ja. Vielleicht sollten wir doch nochmal die Quest mit dem Alvis machen. Die ist hier, da. Da ist noch Saphira, da könnten wir auch noch hin. Da ist die Burg. Okay, dann würde ich sagen, machen wir doch leider Alvis, weil die war ein bisschen schwierig. Aber ich glaube, dass ich jetzt eine gute Chance habe, wenn wir... Oder ich weiß nicht, ob da nur ein 65er Bandstrahler ist. Wenn natürlich mehrere 65er Bandstrahler sind, dann haben wir natürlich ein Problem. Ich hoffe, dass da nur einer war. Also ein Babo, wie bis jetzt bei den letzten Malen auch. Dann habt ihr gesehen, haben wir eine Chance. Ansonsten wird es schwierig. Achso, da oben waren wir eben, ja. Ah, ich habe immer noch ein bisschen... Entschuldige, ich habe eben Burger gegessen vorhin. Da habe ich etwas zwischen den Zähnchen hängen. Naja, habe ich was für später. Oh. Hallo, Paulchen. Na, mein Schatz. Mein kleiner Hund. Möchtest du hoch? Der alte Trick. So. Gehen wir mal hier lang. Ja, ich glaube, wir gehen genau drauf zu. Ja. Vielleicht schaffen wir es. Also wenn da nur ein 65er ist, habe ich ein gutes Gefühl. Wenn da mehrere sind, dann würde ich nochmal neu laden und wieder zurückgehen, weil dann hat es wirklich keinen Zweck. Warte mal. Über die Brücke und dann sind wir schon da. Okay. Also. Über sieben Brücken musst du gehen. Okay. Da, hä? Guck mal. Weg sind sie? Da sind sie. Das ist ja auch dämlich gemacht, Leute. Dann hättet ihr auch gleich dann irgendwie so die stehen lassen können. Seht ihr das? Ja, es ist ja... Wollen wir mal kurz gucken, warte mal, ich speichere mal. Also, speichere ist gut. Na, man kann doch nicht sehen, was mit denen ist. Warte mal. So. Auf jeden Fall überschreiben wir nicht, sonst machen einen neuen Spielstand. Für den Fall, dass das jetzt zu viel ist, gehe ich zurück auf Spielstand 6 und mache erstmal eine andere Quest. Aber ich glaube, lass mal gerade gucken, ob wir noch was steigern könnten, sollten, wie auch immer. Aber ich glaube nicht. Können wir noch irgendwas hier nehmen, was... Einbeerensaft, Ausdauer, Heilsalbe. Ich müsste viel mehr craften, ne? Was bringt denn Waffenbalsam? Warte mal. Silberne Paste mit dem Brandgeruch verleiht jeder metallenen Klinge eine höhere Schlagkraft. Oh, sodass der Schaden, den sie anrichtet, zunimmt. Wehe dem, der sich diesem... Ja, okay. Dann, benutzen. Haben wir es drauf? Waffenbalsam, Effekte, alles klar. Ja. Dann würde ich sagen, gebe ich mal kurz alles den anderen. Damit die einen Waffenbalsam auch benutzen können.
Ja. Ist auf jeden Fall gar nicht verkehrt. So, Kleid ist auch. Weil im Zweifel kann sie ja auch nochmal zustarten gleich, ne? So, kriegt er es zurück. Nicht, dass wir vorhaben zu kämpfen, meine Freunde, aber ich probiere jetzt mal die andere Variante. Und zwar mit überreden, dass sie dann abhauen sollen. Ich glaube, das wird nichts geben. Und ich glaube, es wird zum Kampf führen, aber wir schauen mal. Im Namen Praios, was führt euch hierher? Gemach, gemach, euer Hochwürden. Ich bin nur ein einfacher Reisender. Was macht denn ein Trupp Prioten hier, wie an einem Krötenteich? Für einen Reisenden seht ihr ziemlich gut aus. Bewaffnet aus. Und gut. Gut auch. Und auch ziemlich weit abgekommen von der Straße. Wir sind hier im Auftrag des Heiligen Inquisition des Götterfürsten, deren Werk wir verrichten. Ich gehe nie waffenlos auf Reisen. Bei all den Räubern und Hexenweibern, die es im Dunkeln vergeben soll, habe ich mich entsprechend gerüstet. Was kann einem trüben Wasserloch mitten im Wald so wichtig sein? Wollt ihr den Kröten die Botschaft des Preios verkünden? Nehmen wir das. Spottet nicht! Der Großinquisitor hat den Befehl gegeben, die Kröten dieses Teiches zu richten, weil sie die Augen und Ohren der Hexen dieser Gegend sind. Ihr sollt also Kröten töten? Eine ganze Truppe Sonnendiener, um einen Krötenteich zu vergiften? Und das soll Preios Werk sein? Das werde ich nicht zulassen. Nee, wir machen diesmal hier das. Gewiss, ich trage auch einige Bedenken in mir. Es ist ein wenig Ehrenhaftes daran, wehrlose Tiere zu vergiften. Auch meine Männer sind von der Aufgabe nicht begeistert. Doch Befehl ist Befehl. Okay, ihr sollt Gegner für euren ehrenwerten Kampf bekommen. Zieht eure Waffen, Diener der Sonne. Okay. Kleidis, schmeicheln, Probe. Die Lage scheint mir sonnenklar, euer Hochwürden. Ihr wurde zu einer Strafaktion abkommandiert. Ein Mann eures Ranges und Wissens. Ein solches Vorbild für jeden Preisdiener sollte doch normalerweise wichtigere Aufgaben. Ja, das machen wir gleich. Gibt der Großinquisitor. Ja, okay, machen wir das. Erfolg. Ihr meint das. Ja, es ist schon merkwürdig, dass der Großinquisitor mich hierher beorderte. Er war ja allgemein seltsam in den vergangenen Tagen. Ich habe womöglich einmal zu oft meine Meinung über ihn geäußert. Was soll ich jetzt nun machen in Praios Namen? Sucht ihn gleich auf und stellt ihn zur Rede, ganz gerade heraus. Wenn er etwas an euch bemängeln hat, soll er es euch offen sagen, oder offen und Praios gefällig ins Gesicht sagen und euch nicht auf sinnlose Unternehmungen fortschicken. Geht einfach zurück und sagt ihm, alle Kröten seien tot, der Befehl ausgeführt. Das ist nur gerecht. Er wird sowieso nie dahinter kommen. Ihr sollt ihn groß anlügen? Nein, das kann ich nicht. Ich bin ein Priester des Praios. Die Lüge ist eine große Sünde. Was für ein Spiel. Was für ein Spiel spielt ihr hier, Yosidoro? Lügen? Sprach ich von Lügen? Aber ich meinte, dass ihr am besten zu Tavanya zurückkehrt, um euch noch einmal alle Einzelheiten des Auftrags bestätigen zu lassen, damit ihr wirklich in seinem Sinne handelt. Bei dieser Gelegenheit könntet ihr doch ein offenes Wort von ihm anfordern, warum er ausgerechnet euch zu dieser. Gut. Gebt gut Acht, Kladis. Von dem gleißenden Licht des Sonnengottes wird jede Lüge wettgebrannt. Aber zumindest sprecht ihr in einem wahrhaftig. Das Vergiften dieses Teiches hier ist keine Aufgabe, die ein Hochgeweihten würdig ist. So ist es. Aber das müsst ihr eurem Großinquisitor schon selbst sagen. Ihr habt recht, Isidoro. Das bedarf endlich einer Klärung. Ich werde gleich zu Davania gehen. Möge das Licht mit euch sein. Lebt wohl, Hochwürden, und viel Glück. Wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft, Freunde. Wir haben es ohne Kampf hinbekommen. Hoffentlich kriegen wir dafür nicht aufs Maul, wenn die zurückkommen. Habt ja gerade ein bisschen Bedenken, dass das die richtige Lösung war. Aber wir haben es mit Diplomatie geschafft. So, das ist hier Alvis. Aha. Hast Alvis vor schlechten Menschen gerettet. Alvis ist dankbar. Quak, quak. Morla schickt mich. Ich soll dich schleunigst zu ihr bringen. Ja. Morla, zurück zu Morla! Alvis reist in deiner Tasche! So ein Viech in so einer Tasche? Na, ich weiß ja nicht. Naja, wie dem auch sei. Okay, wir haben's. Gute Entscheidung. Das heißt, ich würde mal sagen, wir bringen gut Dunkelhorst. Bringen wir die Kröte mal zurück. Halt, hier runter müssen wir gehen. Geben wir die mal ab, dann haben wir die Quest auch schon erledigt. Warum sitze ich eigentlich so tief hier? Ganz komisch. Ich weiß auch nicht, warum ich hier so tief sitze. Oh.
eitriger Krötenschemel. Warte mal kurz. Warum kämpfen die Bandstrahler denn jetzt schon wieder? Hallo, Bandstrahler? Gut, dann soll es so sein. Das sind ja bestimmt alles Lullis. Ja, das sind Lullis. Lulli-Dullis. Nee, warte, der nimmt... Sie nimmt ihn hier. Attacke! Und er nimmt... Also sind drei, ne? Mhm. Na gut. Macht ja nichts. Bam! Nächste. Bam! Und nächste. Ja, komm. Was, jetzt auch tot? Alle drei sind tot. Okay. Heide Witzka. Ja, dann. Verband kriegt sie. Waffenbalsam hat er gesammelt. Jetzt habe ich den Waffenbalsam umsonst verwendet. Oder war das jetzt der Schlag hier mit dem Waffenbalsam, der die direkt getötet hat? Kann auch sein, ne? Ja, Seife ist wichtig. So, dann den eitrigen Krötenschemel. Und Fehlschlag natürlich, ist klar. Immerhin, so. Nochmal speichern und weiter geht die Reise. Ja, ich würde aber erst, wie gesagt, die Quest abgeben, beziehungsweise Alvis zurückbringen, bevor wir weitermachen. Ja, so leicht darunter. So, gefällt der Hexenbaum? Ja, das tut mir leid mit den Bäumen, dass ich das nicht hinbekommen habe. Ich glaube... So, ja, ich glaube, da war die Kamera wieder etwas hochgerutscht. Ist jetzt egal, wenn wir Waffenbalsam verschwendet haben. Wir können uns alles neu kaufen. Wir haben, eigentlich haben wir viel Kohle, um das hier durchzustehen. Bin ich noch am richtigen Weg? Ja. Ich laufe quasi darauf zu. Ja, man sieht es in der Dunkelheit ganz, ganz schlecht, sehe ich es, aber ich kann es noch erkennen. Da kommt das gut. Hintereingang gibt es hier nicht, ne? Ne, wir müssen außen rum. Oh, Ulmont. So viel Zeit muss sein. Ach, da war der Naturgeist, den wir gesehen haben in den letzten Folgen. Oh, jetzt komme ich hier nicht durch. Komme ich da denn durch? Ja, Gott sei Dank. Rote Tiere. Die Wölfe. Hier im Dunkelwald. Also in den Blutbergen. Im Dunkelwald. Ist wirklich sehr dunkel hier, muss man sagen. Also der Wald macht dem Namen alle Ehre. Oh. Habe ich das übersehen ein paar Mal schon? Wow, 10 Gullmann-Blätter. Vielleicht können wir hier auch etwas verkaufen, bevor wir weiter gleich losziehen. Muss ich nicht zu der Hexe? Auf jeden Fall die Firiniane, den Prioten, okay. Da ist Firiniane, okay. Dann gehen wir zu ihr. Der Vogt. Habt ihr Danos dabei? Achso, ich arbeite noch daran. So, da einmal hier kurz alles verkaufen, was wir nicht mehr brauchen. Seid gegrüßt, wie kann ich euch helfen? Was macht ihr hier? Ich bin Lagermeisterin, also kennen wir ja schon. Hm. Zeigt mir eure Waren. So, warte mal, nehmen wir ihn zuerst hier. 6-mal Seife. Jetzt 2-mal verkaufen. Hä? Ganz schön viele Haarnadeln, ne? Habe ich dabei. Goldring weg. Dolch weg. Joltkette brauchen wir auch nicht. Nochmal eine Seife.
Ihr Giftzahn sieht. Oh, doch nicht. Ich habe gedacht, es gäbe einen. Ach, einen Silber fast. Ja, okay. Ja, weg damit. Dann, was hat sie auf Tasche? Wie viel bringt ihr eine Rabenschnabel? 1W plus 4 bei Körperkraft. Eine Handhiebwaffe, die bringt nicht so viel. Lieber weg damit. Alter, so viel Brötchen, Mutter, kein Mensch. Dolch. Gold, Gold, Dolch. Kreidkolbe, Goldring, Dolch, Goldkette. So, wow, fast 100 Dukaten, Alter. Wenn wir gleich haben, 100 Dukaten. Einmal Seife braucht auch kein Mensch. Aber jetzt hier, 100 Dukaten, Auftasche, Kurzschwert, Kurzschwert, Streikkolben, Messer, Keule, Dolch, Kurzschwert, das. Dann haben wir das gleiche auch mal hier aussortiert. Ist doch schön. Hier weiß ich auch noch nicht so ganz, was wir mit den ganzen Sachen machen. 100 Bolzen, also ist doch sehr viel. Bärenzähne. Was macht man damit? Reißzähne eines Bären. Ja gut, habe ich verstanden. Was ist es, weiß ich, aber... Hm. Komm, Wurfdolch werde ich auch nicht einsetzen. Ah. Wo müssen wir denn Alvis hinbringen, Mensch? Ich dachte, das wäre hier gewesen. Bring Alvis zurück zu Morla. Wollte also... sicher zu Morla bringen. Hä? War die nicht hier? Ach, die ist da! Okay. Dann habe ich mich vertan. Ja, ich. Danos, da habe ich Danos verwechselt. Ja, ja. Ach komm. Ihr seid aber auch kleinlich, Mensch. Alle Kröten, alle gleich. Ich muss ein bisschen hier hochgehen. So. Und dann würde ich sagen, gehen wir zu Morla. Gehen wir zu Morla, bevor. War Morla nicht im Gut? Morla war im Gut, glaube ich, ne? Am Anfang. Eine in den letzten Folgen. Oh wei, wenn die jetzt draußen ist, ist es kein gutes Zeichen, glaube ich. Das kann noch böse enden. Warte mal. Wir können ja mal versuchen, gerade zu craften hier, bevor wir weitergehen. Da war ja eine Werkbank. Und vielleicht kriegen wir da mal so einen Bogen hin. Was soll das denn hier? Feuerfliegen. Ach komm, lass mir die Feuerfliegen mal Feuerfliegen sein. Wir gehen mal zur Werkbank. Hm. War doch da, ne? Da ist er doch, ja. Da, auf der Karte. Ja, genau. Versuchen wir mal unser Glück. Hier ist er doch, genau. Schlingenfalle. Was können wir denn machen? Einen Langbogen brauchen wir. Eibenholz, Sehnen, Holzleim. Ich brauche zweimal Holzleim. Fünf? Boah. Also zweimal Eibenholz. Mhm. Zweimal Eibenholz, zweimal Holzleim und 7 Lederbänder. Schade. Ich habe gedacht, wir könnten... Naja. Ah. Nase juckt. Ja, was hast du für Waren? Hast du was, was wir brauchen können? Außerdem Schrott, den ich dir verkaufe immer. Ich meine die guten Waren, die ich dir verkaufe. Oh, ne. Du hast nur Scheiße. Mist. Haben wir sonst noch einen Händler hier? Da ist der Vogt. Mal gucken, was der noch hat. Firiane, der wird ja auch nichts haben. Was soll der denn haben? Hinter mir bleiben. Seid gegrüßt auf meinem kleinen Anwesen. Ich möchte gerne etwas wissen, das wäre... Lebt wohl. Nee. Schade. Verdammt. Ich hab gedacht, wir könnten jetzt mal craften langsam. Echt, ey. Wer hat sie denn auch alles bei sich? Gute Entscheidung. Zutaten fehlen. Ja, ich verstanden. Langbogen will ich ja auch machen. Kurzbogen kann ich auch nicht machen. Ja, die ist doch alles. Mann, Holzleim fehlt. Jagdbolzen? Was hat der Jagdbolzen denn für eine... Der kann gar nichts machen. Alter, also wir brauchen definitiv Holzleim. Das ist auf jeden Fall mal fix.
Gibt es hier einen, der Holzleim verkauft? Kann ich nicht einen Town Portal machen? Nein, geht hier nicht. Wir sind ja schon im Town, so gesehen. Waren die vorher nicht noch Feuerfliegen? Da. Jetzt muss ich meine Wut an den Feuerfliegen auslassen. Soweit ist es schon. So, ab. Happy Galoppi. Na komm. Ach, kein Holzleim, ey. Droppen die Holzleim? Okay. Mir ist das hier ein bisschen kalt. Ich müsste gleich mal die Heizung anmachen, ein bisschen. Lass das mal Vorgrim machen. So, haben wir noch? Habe ich jetzt alle? Nö, ne? Da ist noch eine. Haha. Ich hab's gedacht, das wären 5, 6 sogar. Ja, immerhin wieder ein bisschen Holzleim. Holzleim. Der fehlt ja. Nee, ein bisschen Giftzähne. So, dann gehen wir mal zu Morla. Morla. Oh, was passiert da schon wieder? Schon wieder Bannstrahler. Sag nicht, dass es das ist. Nee. Ich habe nichts gesehen. Ich gehe einfach außen rum. Ich habe nichts gesehen. Ich will nur zum Morla. Ja, nehme die doch. Hör mal die Handlanger hier. Schön. Immerhin. Ich mach das schon. Da wird einem auch nicht langweilig hier, ne? Muss man ganz ehrlich sagen, dieser Wald, der birgt auf jeden Fall volle Gefahren. Und ich habe jetzt sie gesehen, aber ich war irgendwie total perplex hier. Candidus. Aber die sind auch alle recht easy, glaube ich. So, dann zeige ich mal, was ihr würfeln könnt. Ich versuche mein Bestes. Einmal. Zweimal. Für Rondra. Warte mal. Einmal so. So. Ich weiß nicht, ob das die richtige Taktik ist, zwei anzugreifen, aber ich glaube, es wird doch gut werden. So, jetzt machen wir hier alle mal drauf den einen. Okay. Hat sich erledigt. Wir nehmen nur noch ihn. Es war doch die richtige Entscheidung. Mich mal kurz anders hinsetzen. Ja, das war's. Aber ich würde ungern jetzt gerade gegen Bandstrahler kämpfen, die so stark sind. Frage ist halt auch, ob ich die dann auch alle so hinkriege, wie ich sie möchte. Lass mir den Zwerg mal sammeln hier. So, okay. Das war's schon. Oder soll ich doch gegen Bandstrahler kämpfen? Ich meine, wir sind ja Feinde letztendlich, ne? In dem Fall. Ich würde mich auch gerne wieder mit denen versöhnen, aber ich glaube, ich habe dafür zu viel kaputt gemacht. Und das Spiel lässt es vermutlich auch nicht zu. Und irgendwie dahin? Wie viel hat der denn? 65. Nee, kannst du kommen. Kannst vergessen. Ich will da nicht an. Was? Achso, ich habe auf. Ich habe auf Pause gedrückt. Boah, ich mich jetzt verjagt gerade. Oh, schon wieder Handlanger. Was ist denn los hier? Überall sind die. 33, 33 und 44, dann nehmen wir ihn zuerst. Ja. Hätte ich vielleicht ein bisschen besser analysieren sollen vorhin. Ja, die sind mir lieber. Die Prioten sind mir noch ein bisschen stark gerade. Aber irgendwann muss ich wahrscheinlich das Lager der Praios-Geweihten auch stürmen. Na komm, haut drauf. So, nächste. Ich versuche mein Bestes. Da wollte ich jetzt noch keinen Wuchtschlag einsetzen. Ich nehme die Sache in die Hand. Ha! Alles klar. Zaritus. Nein. Astus. So. So, dann nehmen wir den nächsten. 4 gehen ein. Das ist doch fair, würde ich sagen. Für mich zumindest. Achso, komm. Können wir alle draufhauen. Oder? Sie kann hier nochmal einen Fulminikus machen. Ich glaube, irgendwann muss ich das Praios-Lager dann wirklich. Oder zumindest werden sie sich wahrscheinlich rächen wollen. Lass das mal Vorgrim machen. Und dann habe ich wahrscheinlich die Probleme. So lange versuche ich sie noch zu umgehen, so ein bisschen. So. Ich nehme die Sache in die Hand.
Die Frage ist auch, wie lange hält so ein Waffenbalsam? Ne? Der wird ja auch nicht ewig halten. Und ich vermute mal, das wird auch schon wieder weg sein. Ja, seht ihr, es ist schon wieder weg. Das heißt, ich müsste den Waffenbalsam erneuern. Mhm. Ja, lassen wir erstmal weg. Da sind wieder Bannstrahler. Das ist doch ein Graus. Eigentlich will ich nur zum Mauler. Warte, bevor ich da jetzt hingehe und angreife. Erstmal gucken, wie stark die sind. Der ist auch verwundet schon, okay. Der ist auch 30 und... Sind das wirklich nur 3? Zum Angriff. Ich versuche mein Bestes. Ach, ich werde es bereuen. Warte mal. Bin ich schon im Kampf? Eigentlich kann ich das auch mal gerade lassen, so, ne, mit dem... Ja, ja, ich lass das mal. Lass den lieber noch hier ihm ankämpfen, angreifen und dann... Dann ist es doch gut. Na komm. Hallo, ihr drei. Hoffentlich nicht mehr. Aha. Jetzt haben wir es doch. Bam. Boah, der brennt. Der ist verwundet. Gute Entscheidung. Ein Zwerg, ein Wort. Bei meiner Axt. So, ich hoffe, dass Rulana also überlebt. So, der ist weg. Na komm. Es ist doch nicht wahr. So, jetzt kommen die nächsten. Okay, Rulana hat es nicht geschafft. Schade. Dann müssen wir erstmal so kämpfen. Und hoffen, dass sie gleich wieder aufsteht. So, dann den nächsten. Oh, er kann schon wieder Wuchtschlag machen. Das ist sehr gut. Und sie könnte theoretisch auch noch einen Fulminikus... Warte mal, Flimflam Flunkel. Nee, warte mal, wie war das? Blitz dich, Finn, das war's. Da kann er ja nicht mehr angreifen. Jo, er ist geblendet. Oh. Hat aber trotzdem gut umgehauen hier. Vorgrim. Ja, Rulana, erstmal wieder ein bisschen reakklimatisieren. Lass dich mal heilen hier, kritische Wunde. Ich glaube, du bist zuerst dran. Jo, und dann ist Yesidoro dran. Ja, und Vorgrim kann schon mal sammeln. So. Oh, nochmal neuen Waffenbalsam, sehr schön. Ich versuche mein Bestes. So. Oh, ein Heiltrank. Sehr schön. Das bin ich. Er hat Heiltränke, ne? Ja. Na klar. Hat sich doch gelohnt, die anzugreifen. Ich glaube, die lohnen sich immer anzugreifen. So. Und jetzt... Ja, ich drehe mich schon mal in die richtige Richtung. Dahin müssen wir, genau. Da hinten ist nämlich Morla. Genau. Da gehen wir nämlich jetzt hin. Beziehungsweise... Das machen wir in der nächsten Folge. Sorry, 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 es muss eine kleine Pause gemacht werden, damit ich ein paar Folgen machen kann. Ich danke dir auf jeden Fall fürs Zuschauen. Falls dir gefallen hat, gerne einen Daumen nach oben. Falls du nichts verpassen möchtest, einmal abonnieren und die Glocke aktivieren. Dann bekommst du sofort Bescheid, wenn eine neue Folge online ist. Und ich vermute mal, das wird in 2 Tagen sein. Ich danke dir fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Gehabt euch wohl.